Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. 32 Grad hier in meiner Bude. Ich bin echt am Ölen und am Schwitzen jetzt schon. Und wir sind im wunderschönen Köln. Nein, wir sind in Bergen. Wir sind nicht zurückgesetzt worden, okay. Und suchen jetzt eine Strecke raus, die uns einmal hier entlang dieser wunderschönen... Also entweder nach Kristiansand oder hier nach Göteborg oder so. Oder nach Oslo führt. Das sind halt schöne Strecken. Ich hoffe, dass eine dabei ist. Wir werden also jetzt nicht unbedingt die teuerste nehmen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. 36.000. Die nehmen wir. So, dann muss ich erstmal wieder reinkommen. War alles irgendwie eine ganze Zeit lang wieder her, dass ich zuletzt hier gespielt habe. Und wir werden das, wie gesagt, heute... Oh, ich gehe hier kaputt bei der Hitze. Wir werden das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen vorproduzieren, da ich ja dann irgendwann demnächst auch gedenke zu urlauben. Und entsprechend, was ist denn hier los? Europcar hat irgendwie Betriebsausflug. Und dann wurde sich gewünscht, dass ich in den Eurotruck Simulator Videos weniger rede. Okay. Jetzt bin ich auch noch falsch abgebogen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir hier dazwischen kommen. Ich höre es schon krachen. So, der ist mir jetzt reingefahren. Das habt ihr doch ganz genau gesehen, oder? Alter! Ja, geht ja gut los hier. Ich frage mich aber ohnehin, wie der dann hier weiterkommen wollen Gerät getan haben. Ja, es sind ein paar Änderungen seit dem letzten Patch auch hier, haben Einzug gehalten. Unter anderem kann man jetzt hier das HUD sozusagen so umstellen, dass... Also man kann auch das jetzt im Auto umstellen. Weiß ich noch nicht, ob ich das nutzen werde. Weil ich finde eigentlich das hier sehr angenehm, ne? Dass man auf der einen Seite die Nahanzeige hat und auf der anderen die etwas weiter weg, damit mir hier sowas wie eben nicht nochmal passiert, sozusagen. So, dann wollen wir mal gucken, wo unsere Ladung steht. Ich habe natürlich wieder nicht geguckt, was es ist. Und dann werde ich gerne mal eurem Wunsch entsprechen, weil es ist echt so heiß. Mal zu versuchen, weniger zu... Wir haben hier irgendwie eine Europcar-Invasion. Da ist irgendwas kaputt, oder? Das kann doch nicht richtig sein. Irgendwie glaube ich, da stimmt was nicht. Das ist ja echt krass. Ich habe auch nicht die geringste Idee, woran das liegen könnte. Dafür stecken wir ganz schön im Stau fest. Aber wir müssen noch ganz weiter. Hier ist auch alles zu. Das kann natürlich sein, ich habe jetzt natürlich den einen oder anderen Mod rausgeschmissen. Vielleicht denkt es damit zusammen, da funktioniert dann vielleicht das eine oder andere noch nicht mit dem neuen Patch. Generell hatten wir ja das Problem mit dem Firmenmods, dass da irgendwie was nicht gestimmt hat. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass jetzt die Fahrzeuge, die vorher als andere Firma eingestuft waren, jetzt erstmal auf Stand... Aber das ist ja nicht Standard. Ich bin noch gar nicht wieder drin hier. Das ist ja nicht Standard. Kommt der nächste. Die Firma, wo wir unsere Sachen holen, scheint ein bisschen außerhalb zu sein. Ey, das ist doch nicht wahr. Das wird ja eine interessante Staffel. Aber viel interessanter hier ist ohnehin die Landschaft.
die schönen Tunnel hier und so weiter. Hatte ich ja beim letzten Mal nicht mitgenommen, sozusagen, die Strecke, weil ich halt so verpeilt war. Und so glücklich, dass wir endlich in Bergen etwas machen können. Trotzdem werdet ihr hier zu sehen bekommen, was ich meine, denke ich mal. Denn der eine oder andere Zuschauer hat auch geschrieben, er habe sich dann direkt verliebt, als er das im Multiplayer gesehen hat bei uns. In Bergen. So, und hier haben wir eine schöne Fischfabrik, Nordic Crown. Oder Crown. The Crown. He has the crown. So, und dann nehmen wir einen Garderholz Game Show Auflieger. Die Mischung sollte da jetzt auch wieder stimmen eigentlich. Übrigens, in diesen Minuten trifft sich Yankee mit euch auf der Gamescom. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wer da überhaupt auftaucht, weil das war alles ein bisschen sehr kurzfristig. Das war sehr... Ich werde das nie lernen, das hier irgendwie, ne, mit Bremse und rückwärts fahren. Ja, man merkt schon, ne, wenn man ein paar Tage das Spiel nicht gespielt hat, das schlägt durch. Der Yankee trifft es ja sogar mit euch auf der Gamescom. Wir haben das sehr kurzfristig gemacht. Andere Let's Player haben das wirklich auch Wochen und monatelang vorher vorbereitet. Warum haben wir das nicht getan? Es war bis zuletzt nicht klar, ob er akkreditiert wird als Presse oder nicht, ob er überhaupt hinfährt. Und deswegen war das alles ein bisschen kurzfristig. Wenn wir das, wenn es gut ankommt, wenn ihr euch darüber freuen würdet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dann können wir das für nächstes Jahr mal richtig planen. Allerdings ohne mich. Ich hatte dazu ja ein sehr persönliches Video verfasst, damit ihr mal wisst, was da überhaupt los ist und warum ich das nicht mache und mit Öffentlichkeit und Facecam und so. Wo ich ein paar sehr persönliche Worte gefunden habe. Es gab nur zwei Idioten, die das dann wieder nicht verstanden haben und mich, sagen wir mal, in den Kommentaren ausgelacht. Das ist natürlich, das ist so, ich weiß nicht, kennt ihr den Spruch, wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst? Naja. Also jedenfalls Kommentare wie ja, weil du halt so hässlich bist und bla bla bla. Ich glaube, das muss man nicht ernst nehmen. Das sind halt geistig noch nicht ganz reife Menschen, die sowas posten. Und ja, aber wie gesagt, ich habe da sehr, sehr viel auch positives Feedback von euch bekommen. Auch dafür nochmal danke. hat übrigens nichts damit zu tun, wenn ich jetzt so angeschlagen klinge, weil das ist echt die Hitze hier. Das ist so... da geht man nicht kaputt. So, und jetzt kommen wir hier schon so ein bisschen in diese schöne Tunnelgeschichte hier rein und Landschaftsgeschichte. Schauen wir mal kurz, was haben wir denn überhaupt geladen? Wir haben Milch, 24 Tonnen. Wir haben 30 Stunden Zeit noch. Müssen eine 9 Stunden Pause machen. Der Sprit ist voll. Dort sieht doch Jodus. Dort sieht all Jodus. Das Einzige, was komisch ist hier, ist der Verkehr. Ist vielleicht auch ein bekannter Fehler, ich weiß es nicht. Jetzt guckt euch mal die schönen Häuschen an. Und die Natur hier und wie geil das gemacht ist. Hier mit dem See und so. Ist das nicht eine wunderschöne Landschaft? Nein! Ich muss in den Tunnel... ich muss den Tunneleingang treffen. Sehr interessant auch zu sehen, wie ihr abgestimmt habt bezüglich realistisch fahren oder nicht realistisch fahren. Es gab viele, die haben gesagt, sie finden es gut, wenn ich mich genau an die Vorschriften halte, weil ein Argument war, das habe ich glaube ich in der letzten Staffel schon erzählt, oder? Man kommt nach Hause, will entspannen und dann will man keinen Rowdy Rasa Garderol sehen. Und kann ich auch irgendwo verstehen.
Ja, deswegen gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns dran halten. So ein bisschen, ab und zu zumindest. Die Chance, dass ich in dieser Staffel irgendwann mit einem Fahrzeug der Firma Sixt, TUS, Orne-Ochtsk oder Europcar zusammen knalle, ist, glaube ich, recht hoch. Jetzt guckt euch mal, ist das geil, guckt euch das mal an hier. Der See, das ist doch... Ich soll übrigens auch nicht immer so oft dasselbe sagen, deswegen lasse ich einfach mal die Bilder jetzt wirken. Sehr, sehr schön. Da hat man echt das Bedürfnis, mal irgendwann hier an so einer gesperrten Abfahrt, die mit den X'en halt, einfach mal rauszufahren und einfach mal seine Füße ins Wasser zu halten. Wie ich es demnächst dann auch machen werde, wenn ich zum ersten Mal seit 10 Jahren und 11 Monaten in Urlaub fahre. Zum ersten Mal seit 10 Jahren und 11 Monaten. Worauf ich mich auch freue. So, rechts von links ist hier nicht. Gut. Hä? Was habe ich denn jetzt? Ach, 50 war hier, okay. Mein Fehler. Da wollte ich mir gerade nur eine Tasse Kaffee krallen. Und schon war ich abgelenkt. Auch sehr schön diese Tunnel hier, wo teilweise im Berg selbst Kreuzungen sind in den Tunneln. Oder waren es Kreisverkehre sogar? Und ich bin echt gespannt, wer den Yankee gerade trifft. Das ist so aufregend. Das ist seit einer halben Stunde. Da vielleicht ist auch keiner gekommen. Das wäre dann natürlich auch sehr schade. Wir würden uns da schon freuen, ne? So ist es nicht. Das muss man einfach genießen, oder? Was ich übrigens immer noch nicht gemacht habe, ist mein Auto so ein bisschen, wie soll ich das nennen, dekorieren. Da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, was Scheinwerfer angeht und Chromteile und so weiter. Das sollten wir uns dann vielleicht auch mal angucken, wenn ich wieder ein bisschen mehr Geld habe. Aber zunächst mal müssen wir unsere Firma ausbauen, denn auch da gab es interessante Erkenntnisse. Ich glaube, da machen gerade zwei Zuschauer so eine Art Fernbattle. Der eine schreibt die ganze Zeit, gerade, ich habe es doch gesagt, nimm einfach Kredite auf, hol dir die Fahrer, die bringen das Geld schon rein, das rechnet sich. Mach das mehr, habe ich auch gemacht, lohnt sich, yada yada. Ja, also wirklich kreditfinanziert eine Firma hochziehen und die Fahrer fahren lassen. Das ist ja das, was wir derzeit auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Und der andere schreibt, oh mein Gott, ich habe dich doch gewarnt vor den hohen Zinsen, das bringt doch eh nichts, so in die Richtung, ne? Der also jetzt sagt, das, was wir gerade gemacht haben, war falsch. Das werden wir dann auch in Kürze mal ausrechnen, wenn wir wieder einen LKW uns leisten können. Für einen weiteren Fahrer. Und dann gucken wir mal, was wir in Kreditzinsen zahlen. Und was die Fahrer so reinbringen. Und einer hat auch geschrieben, ich soll ihm auf der Frau umhacken. Ja, die arme Frau, die würde immer zu Unrecht von mir Schimpfe bekommen und ich soll doch mal das Video zurückspulen, wenn ich aufnehme. Oder so ähnlich. Ja, ihr könntet auch zurückspulen und zwar in der Zeit zu jeder beliebigen bisherigen Folge, denn immer dann, wenn das Ende naht, sage ich, ihr findet alle weiteren Informationen zu unserem mannigfaltigen, reichhaltigen Menü für euch da draußen an den Empfangsgeräten im Sendeplan unter tv.gaderol.de und es wäre mir eine Freude, euch damit zu verzücken, dort stets bestens über all das, was in Kürze hier im Programm erscheinen wird, informiert zu sein.
Wie immer freue ich mich über Kommentare, die ich, wie ihr seht, alle lese. Ein Däumchen ist auch immer ein Träumchen. Ihr seid da wirklich in letzter Zeit, da muss ich ja mal ein bisschen schimpfen, ihr seid da etwas müde geworden. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder vom Euro Truck Simulator 2. Mal gucken, wie lange ich das hier aushalte, ohne dahin zu schmilzen. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.